Moin Leute, ja, ich habe ein Upgrade für mein Phantom X bekommen. Die Teile sind heute angekommen. Ja, ich werde den 15T-Motor gegen einen 13T-Motor umtauschen, denn der 15T hat mir doch ein bisschen wenig Wumms gehabt. Ich hoffe, dass der 13T ein bisschen besser läuft, denn er sollte vielleicht ein bisschen schneller sein, ein bisschen mehr Kraft haben. Dementsprechend wird er im Gelände dann auch ein bisschen mehr können. Ja, da der 15T-Motor doch ein bisschen Schaden erlitten hat, ist ein Stein da reingeflogen in das Lüfter oder in die Lüfteröffnung. Dadurch sind diese Schaufelrädchen weggebrochen und ja, die Kühlung ist dann natürlich nicht mehr so optimal und ich glaube, der Motor hat auch einen wegbekommen. Ja, jetzt habe ich einen neuen bestellt und den werde ich jetzt mal umbauen und dann werden wir ihn testen. Ja, gut, soweit so gut. Ich werde mal loslegen und dann sehen wir uns demnächst gleich wieder bei dem Testlauf. Viel Spaß. So, hier könnt ihr nochmal sehen, also da ist der Motor. Gucken, ob das mit der Kamera hier mitmacht. Hier ist dieses, diese Öffnung mit den Lüfterrädchen, wie man sieht. Ich glaube, ein oder zwei sind noch dran. Der Rest ist weg. Ja, um den Motor umzubauen, da das ein 13T-Motor ist, habe ich zur Sicherheit mir auch gleich noch einen neuen Regler mitbestellt. Das ist dieser hier. Und zwar ist der auch LiPo-fähig und 2 bis 3S. Ja, sollte man immer drauf achten. Dieser ist bis 12T möglich. Ich habe eigentlich gesucht nach einem 11T-Regler, aber den habe ich nicht gefunden. Weil man ja eigentlich sagt, immer zwei Schritte niedriger. Ja, ich wage es jetzt einfach mit einem Schritt niedriger. Ich denke mal, dass der das wohl ab kann. Da ich auch nicht mit 3S LiPo fahre, wird das wohl kein Problem sein. Ja, hier ist der neue Motor. Ist ein anderer Hersteller, aber auch ein 550er. 13T wie gesagt. Und ich hoffe, dass er doch ein bisschen mehr Kraft hat. Gut, dann werde ich das mal ein bisschen umbauen und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Beziehungsweise ihr könnt mir zuschauen. Falls ich manchmal ein bisschen fluch, das ist normal bei mir. Aber ich glaube, das hat jeder. So, als erstes die Ritzelabdeckung. Ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht, das ist kein Hexenwerk. Im Grunde genommen einfach drei Schrauben abgeschraubt und dann hat man den Motor auch schon draußen. So. Das werden wir hier mal abmachen. Machen wir den Schrumpfschlauch ab. Das ist das, das ist die Antenne. Der bleibt schon mal da. Der Regler ist auch schon lose.
Zack. Und da haben wir schon den Motor. Ja, Ritzel kann man noch benutzen. Machen wir den Kühler ab. Und einmal das Ritzel ab. So, da haben wir es. Falls ihr das mal vorhabt, den umzubauen, also hier anhand dieses, das kann man abmachen. Und das ist hier so ein bisschen konisch. Anhand dieser, also dieses konischen Teils kann man den Motor drehen. Und damit kann man praktisch das Ritzelspiel einstellen. Ja, ich habe das am Anfang auch nicht gesehen, aber als ich das Ritzel dann umgebaut hatte, das hatte vorher 15 Zähne, jetzt hat es glaube ich 17. Da war mir das dann gleich klar, dass es da irgendwo auch was geben muss, um sowas einzustellen. Ja, der Motor dreht noch. Den legen wir erstmal beiseite. So, dann entfernen wir mal den Regler. Ja. Okay. Wichtig ist immer bei diesen Reglern, dass ihr hier drauf achtet, wenn ihr Lipo oder NIM-Akkus fahrt, dass ihr hier diese Jumper umsteckt. Das ist hier drauf auch immer nochmal beschrieben. Links ist Lipo, rechts ist NIM-Akku. Und das ist eigentlich wichtig, dass man das dann auch richtig eingestellt hat. So. Hier haben wir den neuen Regler. Also ist eigentlich das identische Teil. Hier ist es auch mit den Jumpern, wenn man das so sieht. Rechts NIM, links Lipo und hier hinten kann man noch, ich sag mal, die Richtung einstellen. So, An- und Ausschalter. Der wird hier ganz einfach reingeklippt. Also eigentlich wie beim alten, eigentlich fast identisch. Also wenn ich mir das angucke, sehen die ziemlich gleich aus. Ich glaube, das sind die gleichen. Nur eben andere Hersteller. Ja, sind identisch, auch die Stecker sogar. Wunderbar. Habe ich mal gleich das Richtige gekauft. Falls sich viele fragen, warum ich den nicht auf Brushless umbaue, da ich bis jetzt noch keine Brushless-Fahrzeuge habe, keine Lipo-Akkus und ich glaube, dass dieses Auto das einfach nicht so ab kann. Dieser 13T-Motor wird wahrscheinlich auch das High-End-Teil sein für diesen Wagen. Ich glaube, dass die ganzen Ritzel und sowas, das ist also das komplette Differential, das eigentlich nicht ab kann. Das wird wahrscheinlich schon das, ja, ich sag mal, die oberste Grenze sein. Mehr ist da glaube ich nicht drin. Ja, hier ist alles vorhanden, Klebepads, um das Ganze zu befestigen. Muss ich mal gucken, da klebt er am besten. Lange wird sowieso nicht kleben, wie man das so kennt. Das wird warm, Kleber löst sich, Dreck kommt runter,
und dann ist das Ganze wieder auf. So dicht wie möglich da ran. Umso mehr Platz haben wir für den Motor. So, Regler ist installiert. Jetzt kommt der Motor dran. Der ist auch sehr schön verpackt in der Tüte. Ist von der Bauart auch das gleiche. Hier sind auch wieder diese Lüfterschaufeln. Also hier sieht man sie, hier sind sie noch dran. Und sie werden auch funktionieren. Hier sieht man es, 13T. Ja, ich bin gespannt. Jetzt muss ich nochmal das olle Blech hier wieder umbauen. Hier ist immer noch so ein Blech drauf. Ich glaube, dass das zur besseren Wärmeableitung dient. Hier drin ist so eine Nase. Und man sieht schon, es ist magnetisch. Also, das Ganze wird da so raufgesteckt. Und dann muss ich gucken, dass ich mit dieser Nase so da drin bin. Fertig. Das Teil wieder aufgeschraubt hier. Zwei Schrauben. Also eigentlich bin ich nicht so ein Freund davon, das mit so einem Akkuschrauber zu machen, weil gerade wenn da Plastikteile dran sind, kann das doch eher passieren, dass man die Schrauben überknubbelt. Das geht bei den Plastikteilen sehr schnell. So, jetzt noch mal gucken, ob das mit dem Ritzel hier richtig eingestellt ist. Also dieser Abstand, ne? Also man sieht hier das Ritzel, jetzt ist der das Motorritzel nicht weit genug auf dem Hauptzahnrad. Das mache ich dann immer so, dass ich das dann hier locker noch lasse und dann das Ritzel da vorsichtig hinschiebe, so dass das zusammenpasst. So, dann haben wir das schon. Einmal das Ritzelchen festgezogen. Dann kommt der Gelbe natürlich an den Gelben. Und der Blaue an den Blauen. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt wird hier nochmal einmal eingestellt. Also das Ritzelspiel natürlich. Also er sollte nicht zu locker sein und nicht zu fest. Normalerweise ist da ein Blatt Papier zwischen.
So. Dann kommt das Caption wieder drauf. Die beiden Schrauben hier wieder rein. Und dann wird das Ganze wieder festgeschraubt. Motor ist fest. Dann noch einmal das Wärmeleit, also einmal die Lüftung hier ran. So. Funktioniert. Denn natürlich die Kabel hier erstmal wieder schön zusammen legen, dass sie nicht im Weg sind. Natürlich ist wieder einer rausgerutscht. So, dann haben wir das. Kanal 1 ist, glaube ich, die Lenkung. Und genau, das ist das Steuerkabel. Die Steuerung. Und hier ist der weiße, die Steuerung. Das Ganze wird wieder zusammengezwirbelt. Und dann ist hier so ein. Der war ursprünglich beim Fahrzeug schon dran. Ein Schrumpfschlauch. Der hält das Ganze ein bisschen so zusammen. Das reicht auch schon. Also ich bin eigentlich immer so ein Feinfühliger, aber es gibt auch manchmal Sachen, die sind mal einfach zu fummelig, ne? Das gehört zwar zum Modellbau dazu, aber so, Freunde, jetzt können wir schon mal testen. On, off. Er ist auf on. Den machen wir mal auf off. Akku anschließen, ganz wichtig. Ich bin mal gespannt, ob man noch irgendwas einstellen muss hier.
Fernbedienung an, Auto an, er hat verbunden. So, funktioniert, Leute. Ich bin schwer begeistert. Dann freue ich mich schon mal auf die nächste Testfahrt. Falls jemand noch mal eine Idee hat, was man hier machen kann. Hier ist der Stein reingefallen und hat mir halt diese ganzen Schaufeln kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Wenn sie da sind, sind sie eigentlich wichtig. Aber kann auch sein, dass das überhaupt keine Relevanz macht, weil so heiß wurde der Motor jetzt nicht. Hier sind noch Kühlrippen drauf. Aber das Ganze hat ja auch ein Spiel irgendwie zusammen. Ich wollte hier nichts aus Metall rüber machen, weil das könnte sein, dass sich hier irgendwo was verbindet und dann nachher gibt es einen Kurzschluss. Halte ich nicht für ratsam. Irgendwas aus Kunststoff etc., was man hier machen könnte. Achso, der hier ist wasserdicht, der Regler. Der Motor kann das sowieso ab, laut Beschreibung. Ja. Also Leute. Wenn euch das kurze Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal und wir werden uns demnächst bei der Testfahrt draußen wiederfinden. Wiedersehen, hoffe das Wetter macht mit, im Moment regnet es ein bisschen, Kitte wird auch wieder mit dabei sein und dann werden wir ordentlich Gas geben. Arrivederci, macht's gut, bis demnächst.